Grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier im Bahnhof Regensburg Hauptbahnhof, kurz vor der Abfahrt zu einer sicherlich ungewöhnlichen Reise nach Weiden in der Oberpfalz. Die Bundesbahnschule Regensburg führt diese Fahrt anlässlich der Ausbildung von Triebfahrzeugführern im Rahmen eines Fachlehrgangs für den Bereich Produktion durch. Bei der Vorbereitung auf diese Fahrt haben die Auszubildenden die Schwerpunkte im Bereich Zugfahrdienst, insbesondere auch ihr Verhalten bei Störungen und Unregelmäßigkeiten kennengelernt. Diese Kenntnisse sollen jetzt durch unsere Fahrt möglichst praxisnah vertieft werden. Erleben Sie mit uns eine bestimmt nicht alltägliche Reise. Sie will in all ihren Ereignissen aufzeigen, wie wichtig ein reibungsloses Zusammenarbeiten zwischen dem fahrenden Personal auf der einen und dem örtlichen Personal auf den Betriebsstellen auf der anderen Seite für eine sichere Durchführung des Eisenbahnbetriebs ist, trotz oder gerade wegen der vielen Unregelmäßigkeiten. Doch sehen Sie zunächst, was alles dazugehört, bevor unser Zug 80500 aus dem Bahnhof Regensburg Hauptbahnhof abfahren darf. Bevor unser Zug 80500 aus dem Zuganfangsbahnhof Regensburg Hauptbahnhof abfahren darf, hat die Zugaufsicht, in unserem Fall der Zugführer, die Abfahrbereitschaft festzustellen. Dazu musste der Zug zunächst von örtlichen Mitarbeitern ordnungsgemäß gebildet und gekuppelt werden. Weiterhin ist eine Bremsprobe auszuführen. Das Ergebnis der Bremsprobe meldet der Zugführer an den Triebfahrzeugführer. Die Bremse in Ordnung. Außerdem ist festzustellen, ob die laut Fahrplan geforderten Bremsverhältnisse auch tatsächlich im Zug vorhanden sind. Dass die Zugsignale angebracht, die Reisenden eingestiegen und die Außentüren geschlossen sind. Unser Triebfahrzeugführer hat seine Fahrplanunterlagen bereits vor sich liegen. Er rüstet nun sein Zugbahnfunkfahrzeuggerät auf. Am Ende prüft er die Funkverbindung mit der Test- und Starttaste. Nach erfolgreichem Test erlöschen beide Tasten selbsttätig. Nun kann unser Zugführer über die Zugbahnfunkvermittlung Kontakt mit dem Zentralstellwerk Regensburg Hauptbahnhof aufnehmen. Er meldet unseren Zug fertig. Spätestens ab diesem Zeitpunkt bezieht der Fahrdienstleiter unseren Zug 80500 in seine Planungen mit ein. Wir erwarten von ihm die Zustimmung zur Abfahrt aus seinem Bahnhof. Richtig. Der Zug 80500 Gleis 4 abfahrbereit. Zug 80500 Gleis 4 abfahrbereit. Der Fahrdienstleiter stellt den gewünschten Fahrweg aus Gleis 4 in die nach seinen Unterlagen bekannte Richtung ein. Eine störungsfrei arbeitende Stellwerksanlage prüft und sichert den Fahrweg unseres Zuges. Die Zustimmung mit Signal HP2 zeigt uns den erfolgreichen Abschluss aller Vorgänge in den Außen- und Stellwerksanlagen. Der Zugführer kann nun den Abfahrauftrag an den Triebfahrzeugführer mit Lichtsignal ZP9 erteilen. Auf welchen Betriebsstellen das Lichtsignal ZP9 eingerichtet ist, finden wir in Spalte 1 der Streckenliste vermerkt. Schließlich meldet der Zugmelder Regensburg Hauptbahnhof den Zug an den Fahrdienstleiter Regensburg Walhaller Straße ab. Die Zugmeldung vermerkt er im Zugmeldebuch. Fahrdienstleiter Regensburg Walhaller Straße. Ja, Regensburg Hauptbahnhof, Zugmeldung. Der Zug 80500 ab 12. Ich wiederhole, Zug 80500 ab 12. Ja? Richtig. Ach so, nicht mit 100. Der Countdown unseres Zuges ist abgeschlossen. Unsere Zugfahrt kann endlich beginnen. Die Signalstellung HP2 gibt dem Triebfahrzeugführer in Verbindung mit seiner wichtigsten Unterlage, dem Buchfahrplan, die zulässige Geschwindigkeit vor. Er beschleunigt auf 40 km/h. Diese Geschwindigkeit ist innerhalb des anschließenden Weichenbereichs,
Das heißt, bei unserer Fahrt auf Ausfahrsignal bis hinter die letzte Weiche im Fahrweg einzuhalten. Nachdem der Zug den anschließenden Weichenbereich passiert hat, kann der Triebfahrzeugführer auf die zulässige Geschwindigkeit von 90 km/h beschleunigen. Während der ganzen Zugfahrt beobachtet er ständig die Strecke, die Signale und die Bahnübergänge. Dabei achtet er besonders auf Unregelmäßigkeiten, die den Zug gefährden könnten. An der Abzweigstelle Hafenbrücke haben wir laut Buchfahrplan einen Zugbahnfunkkanalwechsel vorzunehmen. Die Hinweistafel an der Strecke zeigt dem Triebfahrzeugführer diese Stelle an. Nach dem Kanalwechsel und dem Prüfen der Funkverbindung befinden wir uns im Bereich der neuen Zugbahnfunkvermittlung Schwandorf. Fahrdienstleiter Regensburg, Walhallastraße. Fahrdienstleiter Regenstauf, Kollege, folgendes. Technische Sicherung am Bahnübergang in Kilometer 12,430 ausgefallen. Allen halben Zügen Befehl AD Nummer 1 erteilen. Ich wiederhole, technische Sicherung am Bahnübergang. Eine vom Fahrdienstleiter Regenstauf fernüberwachte Blinklichtanlage zeigte auf der Überwachungseinrichtung eine Störung an. Davon muss unser Zug in schriftlicher Form benachrichtigt werden. Der Fahrdienstleiter Regensburg-Walhallastraße bringt auf der Ausfahrzieltaste eine Hilfssperre an und bereitet einen Befehl A vor. Der Befehl lautet: Zug 80500, Abschnitt D Nummer 1, hält vor Bahnübergang in Kilometer 12,430, weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist. Beim planmäßigen Aufenthalt des Zuges wird uns dieser Befehl A vom Fahrdienstleiter ausgehändigt. Der Zugführer bescheinigt den Empfang auf der Durchschrift im Befehlsblock des Fahrdienstleiters. Das Original legt der Triebfahrzeugführer sichtbar am Führerstand aus. Hier Fahrdienstleiter Regenstauf. Fahrdienstleiter Regensburg-Walhallastraße. Zug 80500 hat Befehl AD Nummer 1. Ich wiederhole, Zug 80500 hat Befehl AD Nummer 1. Richtig. Der Fahrdienstleiter vermerkt die Aushändigung des Befehls in der Spalte Meldungen und Vermerke im Zugmeldebuch. Unser Zug befährt nun den Einschaltkontakt dieses Bahnübergangs. Die Merktafel BÜ3 weist den Triebfahrzeugführer darauf hin: Wir befinden uns jetzt in der gekennzeichneten Einschaltstrecke dieses Bahnübergangs, der laut Befehl AD von uns zu sichern ist. Auch wenn bei Annäherung an den Bahnübergang die Straßensignale rot blinken und die Halbschranken geschlossen sind, der Zug muss vor dem Bahnübergang anhalten. Dabei muss die Zugspitze vor dem Standort der Hilfseinschalttaste stehen und damit vor dem Ausschaltkontakt. Der Zugführer schlüsselt die Head am befahrenen Gleis vor dem Bahnübergang mit DB21 Schlüssel. Er stellt fest, dass die Halbschranken geschlossen sind. Nun müssen wir den Bahnübergang schnellstens räumen. Betriebsgefahr, Zug 80500 sofort anhalten. Ich wiederhole, Betriebsgefahr, Zug 80500 sofort anhalten. Hier Fahrdienstleiter Regenstauf. Triebfahrzeugführer 80500, bitte Notruftaste drücken und melden.
Triebfahrzeugführer, der Notfallauftrag musste wegen eines unbefahrbaren Schienenbruchs im Streckengleis ausgesprochen werden. Zug 80500 muss deshalb nach Regenstab zurücksetzen. Richtig. Fahrgastleiter Regenstaff, Gleis von Regenstaff nach Maxity Heilhof gesperrt. Sofort bei Bekanntwerden des unbefahrbaren Schienenbruchs musste der Fahrdienstleiter das Gleis der freien Strecke sperren. Vor der Zustimmung zum Zurücksetzen sichert er den Fahrweg. Befehl A, Zug 80500, Sperrfach streichen. Dora Nummer 4 einrahmen. Setzt ohne Halt in den Bahnhof Regenstauf bis hinter Ausfahrsignal Nordpol 3 zurück. Bitte den Befehl wiederholen. Richtig. Draußen musste das Fahrzeug an der Spitze des zurücksetzenden Zuges mit einem Betriebsbeamten besetzt werden. Zwischen ihm und dem Triebfahrzeugführer muss eine sichere Verständigung möglich sein. Zum Glück sind die Sichtverhältnisse in Ordnung und im Fahrweg gibt es nur eine wärterbediente Schranke. Trotzdem müssen wir so langsam fahren, dass wir jederzeit anhalten könnten. 10 km/h dürfen dabei nicht überschritten werden. Wegen einer Gleissperrung darf der Fahrdienstleiter das Befahren eines Streckengleises gegen die gewöhnliche Fahrtrichtung anordnen. Ab 8.55 Uhr befahren die Züge der Fahrtrichtung Regenstaff-Maxity-Heilhof das falsche Gleis. Erster Zug 80500. Richtig. Fahrdienstleiter Regenstaub, Zugmeldung. Wird Zug 80500 auf falschem Gleis angenommen? Zug 80500 auf falschem Gleis, voraussichtlich ab 58. Der Fahrdienstleiter übergibt uns dazu einen Befehl B mit folgendem Wortlaut. Befehl B, Zug 80500, Abschnitt A, fährt auf falschem Gleis von Regenstaub bis Maxhütte-Heidhof. C Nummer 2 fährt im Bahnhof Regenstauf am haltzeigenden oder gestörten Ausfahrsignal N3 vorbei. Abschnitt E hält auf falschem Gleis, auch bei Fahrtstellung des Signals, in Höhe des Einfahrsignals A in Kilometer 25,760 des Bahnhofs Maxhütte-Heidhof. Abschnitt F, 500 Hertz Gleismagnet in Kilometer 25,510. Mit dem Befehlsabschnitt BC Nummer 2 hat unser Triebfahrzeugführer die Zustimmung zur Vorbeifahrt am HP00 zeigenden Ausfahrsignal N3 erhalten. Somit handelt es sich bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof um eine Zugfahrt ohne Hauptsignal. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 40 km/h im anschließenden Weichenbereich. Danach kann der Triebfahrzeugführer auf Fahrplangeschwindigkeit aber höchstens 100 km/h beschleunigen. Die Ausnahmesituation dieser Fahrt erfordert von ihm eine erhöhte Aufmerksamkeit auf Personen im oder am Gleis. Etwa ab Höhe des Einfahrvorsignals von Maxhütte-Heidhof muss er den Zug so abbremsen, dass er am 500 Hertz Gleismagneten die Prüfgeschwindigkeit unterschreitet und in Höhe des Einfahrsignals A sicher zum Halten kommt.
Fahrdienstleiter, machen Sie die in Verbindung der Leitbahn. Überlegen Sie, wie wir das machen. Nach dem Anhalten nehmen wir unverzüglich Verbindung mit dem Fahrdienstleiter auf und geben eine Standortmeldung ab. Zug 80500 steht in Höhe des Einfahrsignals A von Maxhütte-Heidhof und erwartet einen Befehl A. Nach der Sicherung des Einfahrweges in seinen Bahnhof diktiert uns der Fahrdienstleiter einen Befehl AC. Er lautet: Zug 80500 fährt in den Bahnhof Maxhütte-Heidhof ohne Hauptsignal ein. Mit dieser Zustimmung zur Einfahrt in den Bahnhof fahren wir erneut als Zugfahrt ohne Hauptsignal. Die Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h behalten wir bis zum gewöhnlichen Halteplatz bei. Im weiteren Fahrtverlauf lernen wir noch zwei weitere Möglichkeiten des Abweichens von der Fahrordnung auf der freien Strecke kennen. Beim signalisierten Falschfahrbetrieb ersetzen Signale das mühsame Erstellen schriftlicher Befehle. Das Signal ZS8 hat zwei Bedeutungen. Es beauftragt uns, das falsche Gleis bis zur nächsten Zugmeldestelle zu befahren und es erteilt uns die Zustimmung zur Fahrt ins falsche Gleis. Wiederum fahren wir als Zugfahrt ohne Hauptsignal mit höchstens 40 km/h aus dem Bahnhof aus. Auch für die freie Strecke gelten die Bestimmungen für das Befahren des falschen Gleises. Hier sehen wir zwischen den beiden Gleisen eine Vorsignaltafel. Sie ist mit einem 1000 Hertz Gleismagneten ausgerüstet und kennzeichnet dem Triebfahrzeugführer den Bremswegabstand der Strecke vor dem Lichtsperrsignal am falschen Gleis, das in Höhe des Einfahrsignals des nächsten Bahnhofs aufgestellt ist. Dieses regelt dann das Verhalten des Triebfahrzeugführers bei der Einfahrt in den Bahnhof. Bei dieser Signalstellung SH1 dürfen wir ohne Halt mit der zulässigen Geschwindigkeit von 40 km/h in den Bahnhof einfahren. Der SFB erleichtert also die Weiterführung des Betriebsablaufs bei Unregelmäßigkeiten. Die Zugfahrten finden jedoch nach wie vor ohne Hauptsignal statt. Die optimale Betriebsweise finden wir bei einer Zugfahrt auf dem Gegengleis vor. Strecken mit Gleiswechselbetrieb sind in den Vorbemerkungen zum Bugfahrplan genannt. Die Ausfahrt aus dem Bahnhof erfolgt mit Fahrtstellung des Hauptsignals. Das Signal ZS6 weist dem Triebfahrzeugführer den Weg ins Gegengleis. Die für den Triebfahrzeugführer gültigen Signale stehen in der Regel links vom Gleis. Das besonders aufgestellte Einfahrsignal vom Gegengleis gibt ihm die Zustimmung zur Einfahrt in den nächsten Bahnhof. Übrigens, nur für das Gegengleis geltende Einträge sind im Buchfahrplan in Winkel gesetzt. Mit dem Einfahrsignal endet dann die Zugfahrt auf dem Gegengleis. We'll be right back.
Ein weiteres Ereignis bei der Rückfahrt als Zug 80501 schreckt unseren Triebfahrzeugführer auf. Durch einen rapiden Druckabfall in der Hauptluftleitung wird der Zug zwangsgebremst. Er unterstützt die Zwangsbremsung sofort durch eine Schnellbremsung. Was war geschehen? Etwa eine Entgleisung? Erleichtert stellt er fest, dass bei der Zugtrennung das Nachbargleis nicht betroffen ist. Hier unformelle Stelle Nachburg, Fahrdienstleiter Forster. Zug 80501 um 14.20 Uhr zwischen Nachburg und Schwarzenfeld in Kilometer 52,6 wegen Zugtrennung liegen geblieben. Nachbargleis frei. Triebwagen wegen Zugstangenbruchs mit Beiwagen nicht kuppelbar. Hilfstriebfahrzeug erforderlich. Reitmeier, Zugführer. Ich wiederhole. Wegen einer Störung des Zugbahnfunkfahrzeuggerätes setzte der Zugführer über den Streckenfernsprecher eine dringliche Meldung, eingeleitet mit dem Zeichen des Notrufs, an die Unfallmeldestelle Nappburg ab und fordert von ihm Hilfe an. Im Benehmen mit der Betriebsleitung wird sich der Fahrdienstleiter überlegen, wie die Strecke am schnellsten wieder zu räumen ist. Vorläufig müssen wir jedoch den zweiten Zugteil mit Handbremsen sichern und auf der freien Strecke zurücklassen. Ja, da ist der Zugführer vom 80501. Der erste Zugteil 80501 wäre wieder abfahrbereit. Erster Zugteil 80501 kann weiterfahren. Ich wiederhole, erster Zugteil vom 80501 darf bis Schwarzenfeld weiterfahren. Richtig. Nach Überprüfung der Bremsverhältnisse und Zustimmung des rückgelegenen Fahrdienstleiters Nappburg können wir mit dem ersten Zugteil, selbstverständlich ohne Zugschluss, bis zum nächsten Bahnhof Schwarzenfeld weiterfahren. Die Weiterfahrt erfolgt fahrplan- und signalmäßig. Inzwischen hat der Fahrdienstleiter Schwarzenfeld das Gleis der freien Strecke gesperrt. Er beauftragt uns, mit einem Triebwagen in seinem Bahnhof den Zugteil 80501 als Sperrfahrt 84040 nach Schwarzenfeld hereinzuholen. Der Fahrdienstleiter trägt die Sperrfahrt als Sonderzug in den Merkkalender ein und gibt sie an die Strecke bekannt. Er gibt für die Sperrfahrt folgende Zugmeldung ab. Sperrfahrt 84040 in Schwarzenfeld voraussichtlich ab 29. Inzwischen hat der Fahrdienstleiter Schwarzenfeld die schriftlichen Unterlagen für die Sperrfahrt vorbereitet. Der Befehl C lautet, Sperrfahrt 84040 fährt mit höchstens 40 km/h und Aufsicht zwischen Schwarzenfeld und Nappburg. Grund Nummer 2. Fahrzeuge im Gleis. Abschnitt G, Spitze des liegen gebliebenen Zugteils 80501 in Kilometer 52,6. Der Befehl B lautet Sperrfahrt 84040, Abschnitt B Nummer 2, fährt in Richtung Nappburg bis Kilometer 52,6 auf falschem Gleis und kehrt zurück auf richtigem Gleis. C Nummer 2, fährt im Bahnhof Schwarzenfeld am halt zeigenden oder gestörten Ausfahrsignal N3 vorbei. Bei solchen unvorhergesehenen Sperrfahrten ist es möglich, auf den Blattfahrplan zu verzichten und bestimmte Fahrplanangaben im schriftlichen Befehl zu vermerken. Der Abschnitt BF lautet deshalb Mindestbremshundertstel 37, Zugbahnfunkbetriebsart A, Kanal Nummer 62, Rückkehr nach Vereinbarung. Da der Zugführer beim zurückgelassenen Zugteil bleiben musste, quittiert der Triebfahrzeugführer die Aushändigung der Befehle auf der Durchschrift, die im Befehlsblock des Fahrdienstleiters verbleibt. Die Originale legt er sichtbar am Führerstand aus.
Mit dem Befehlsabschnitt BC Nummer 2 hat er die Zustimmung zur Vorbeifahrt am HP00 zeigenden Ausfahrsignal N3 erhalten. Nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof mit höchstens 40 km/h beachtet er den für den Sperrabschnitt geltenden Befehl C. Er muss auf Sicht fahren, das heißt, seine Fahrgeschwindigkeit je nach Sichtverhältnissen zwischen Schrittgeschwindigkeit und höchstens 40 km/h so regeln, dass er vor einem Hindernis oder Haltsignal sicher zum Halten kommt. Unser Zugführer stellt nun die Abfahrbereitschaft erneut fest. Nach dem Kuppeln des zweiten Zugteils und dem Lösen der Handbremsen wird eine vereinfachte Bremsprobe erforderlich. Nach Feststellung der Abfahrbereitschaft verständigt der Zugführer den Fahrdienstleiter Schwarzenfeld, der unsere Sperrfahrt abgelassen hatte, über die Rückfahrt der Sperrfahrt. Der Fahrdienstleiter wiederum benachrichtigt sofort die beteiligten Stellen. Auch bei der Rückkehr der Sperrfahrt gilt im Sperrabschnitt Fahren auf Sicht. Unser Befehl C ist nach wie vor gültig. Die Einfahrt in den Bahnhof Schwarzenfeld erfolgt erneut auf Signal HP2. Die Sperrfahrt 84040 mit zweiten Zugteil 80501 mit allen Fahrzeugen in Schwarzenfeld. Aufgrund der Meldung des Zugführers über die Beendigung der Sperrfahrt kann der Fahrdienstleiter die Gleissperrung aufheben. Wir waren die einzige Sperrfahrt, die in das gesperrte Streckengleis abgelassen wurde. Ein gründlich geführtes Zugmeldebuch gibt dem Fahrdienstleiter die entsprechende Sicherheit dazu. Tja, ungewöhnlich war sie bestimmt, unsere Zugfahrt. Erlebnisse, wie Sie sie in der Praxis in so kurzer Zeit bestimmt nicht mehr erleben werden. Und trotzdem hoffen wir, Sie nicht überfordert zu haben. Wir wollten einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Sie auch bei Störungen und Unregelmäßigkeiten Ihren Mann bzw. Ihre Frau stehen, dass Sie sich auch außergewöhnlichen Situationen gewachsen fühlen und dass Sie damit zur Sicherheit, dem wichtigsten Element des Eisenbahnbetriebs, einen kleinen Beitrag leisten können. Und wir wollten Verständnis wecken. Gegenseitiges Verständnis für den Mitarbeiter auf der anderen Seite. Jeder ist in seinem Bereich gefordert. Und trotzdem können wir nur gemeinsam ein Problem meistern. Dazu wünschen wir Ihnen viel Erfolg.